Mr. Smith? Guten Morgen, Susan. Ist der Professor schon wach? Nein, nein. Ich wollte unten nur schon ein paar Dinge vorbereiten. Wenn der Professor wach wird, möchte er ja immer sofort mit der Arbeit anfangen. Ja, das stimmt. Erst schläft er bis mittags und dann kann ihm alles gar nicht schnell genug gehen. Drum habe ich mich erschrocken, als ich Sie gerade gehört habe. Ich dachte, er sitzt schon unten im Bett und wartet aufs Frühstück. Das wird wohl noch ein Stündchen dauern, wie ich ihn kenne. Na, dann kann ich mich ja weiter meinen Gardinen zuwenden. Tun Sie das, Susan. Mein Gott! Mr. Smith! Um Himmels Willen, was ist denn passiert? Können Sie sich aufrichten? Warten Sie, ich helfe Ihnen. Mein Gott, Sie bluten ja wie verrückt. Hören Sie? Ich höre ja, Mr. Smith, ich höre ja. Der Professor, es war Sie. Was meinen Sie damit? Mr. Smith, Mr. Smith, das werden Sie mir doch nicht antun. Mrs. Marker, Hilfe! Mein Gott, ich brauche Hilfe! Und Holmes, wie weit sind Sie mit Ihrer alten Handschrift da? Fertig, denke ich. Ein mittelalterlicher Kriminalfall? Nein, nein, wohl eher ein Auszug aus dem Wirtschaftsbuch eines Klosters. Und wie steht es mit Ihrer Abhandlung? Ja, interessant, interessant, aber... alles andere als spannend. Ja, ja. Wir sollten zu Bett gehen. Ein ausgezeichneter Vorschlag, Holmes. Ich schließe die Vorhänge. Ja. Löschen Sie bitte die Lampe. Ja, ja, mache ich. Oh mein Gott, was für ein Wetter. Wie schön, dass wir heute Abend nicht da raus müssen. Sie sagen es, Watson. Es war eine wilde, stürmische Nacht gegen Ende November. Holmes und ich hatten den ganzen Abend mehr oder weniger schweigend vor dem Kamin verbracht und gelesen. Holmes versuchte, den Text einer mittelalterlichen Handschrift zu entziffern, während ich in eine kürzlich erschienene chirurgische Abhandlung versunken war. Draußen heulte der Wind durch die Baker Street und der Regen schlug mit heftigen Prasseln gegen unsere Fenster. Es war irgendwie eine merkwürdige Erfahrung, mitten in der Stadt im Umkreis von 10 Meilen durch nichts als Menschenwerk umgeben, die unerbittliche Hand der Natur zu spüren. Als ich durchs Fenster sah, wurde mir mit Grausen bewusst, dass das große London, die Hauptstadt des britischen Empires, den elementaren und gewaltigen Mächten der Natur nicht mehr bedeutete als ein Maulwurfshügel auf einem Acker. Ich wurde aus meinen Gedanken gerissen von einer Kutsche, die sich mühevoll ihren einsamen Weg durch Wind und Regen über das glänzende Pflaster der Baker Street erkämpfte und vor unserer Haustür Halt machte. Die dicht vermummte Gestalt des Mannes quälte sich heraus, und das kurz darauf folgende Klingeln an der Tür nährte in mir die Befürchtung, dass Holmes und ich vom Sturm und Regen dieser Nacht vielleicht...